Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Konferenz, zu dieser neuen Prognose vor allem auch. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich muss die Spieltage jetzt splitten, damit alles immer rechtzeitig kommen kann. Ich bin mittlerweile Vollzeit beschäftigt und dementsprechend will ich die Videos nicht vernachlässigen, aber trotzdem immer pünktlich bringen. Was bringt eine Prognose, wenn das Spiel schon war? Eben genau nichts. Deswegen in drei Teilen aufgesplittet. Ihr könnt das in der Playlist dann trotzdem hintereinander weggucken, wie ihr dann gerade wollt. Aber auf jeden Fall danke ich euch ganz herzlich fürs Reinschalten. Viel Spaß bei der Konferenz oder beim Topspiel. Los geht's. Und ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz. Am 16. Spieltag, wir beginnen in Wolfsburg, hier ist RB Leipzig zu Gast. Die Gäste mussten sich zuletzt geschlagen geben gegen den BVB. Am Samstagabend verlor man das Topspiel, Wolfsburg zumindest bei Union 1-2-2, aber richtig zufrieden waren beide nicht. Jetzt fehlt bei Wolfsburg auch noch Arnold gesperrt. Es dürfte hoffentlich ein spannendes Duell werden. Das ist hier in Dortmund grundsätzlich, wenn man auf die Tabelle schaut, nicht zu erwarten, denn hier ist der Tabellen-18. Zu Gast beim Tabellen-4. Aber wir wissen aus der Vorsaison, dass der BVB zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 so seine Probleme hat. Auch gegen Köln hat man in dieser Saison zu Hause verloren. Also der BVB muss hier unter Beweis stellen, dass er diese tolle Leistung vom Spiel gegen Leipzig auch so bestätigen kann. Und dann sollte hier ein Sieg drin sein. Für wen ist hier ein Sieg drin? Beim, man muss es so sagen, Krisenduell. Köln gegen Hertha. Und es läuft wirklich bei beiden Mannschaften alles andere als rund. Die großen Verlierer des letzten Spieltags. Hertha verliert 1-0 bei Bielefeld und Köln 5-0 bei Freiburg. Also wer hier die Nerven behält, wird wohl auch gewinnen. Aber es ist alles offen. 90 Minuten warten auf uns. So auch in Sinsheim. Und zu Köln und Hertha gesellen sich in diesem Krisenduell, in dieser Krisensituation Hoffenheim noch dazu als dritte Partei. Denn die Gäste, die hier auflaufen aus Bielefeld, die sind da ein bisschen raus. Die spielen genau das, was sie können und haben damit mittlerweile 13 Punkte gesammelt. 1-0 gegen Hertha, ganz wichtig. Und das sind wichtige Punkte gegen den Abstieg. Diese Punkte würden sowohl Bremen als auch Augsburg weiterhin gerne sammeln. Der FC Augsburg geriet 1-4 am Ende heftig gegen Stuttgart unter die Räder. Der SV Werder Bremen sicherte sich ein respektables 1-1 gegen Leverkusen. Aber die spielerische Note, sie ist vor allem beim SV Werder Bremen so gut wie gar nicht zu erkennen. Man hat bislang das Maximum rausgeholt und muss hier gegen den FC Augsburg unbedingt gewinnen, um sich von unten weiter distanzieren zu können. Starten wir in Wolfsburg. Das machen wir. Wolfsburg stößt an in den grünen Trikots von links nach rechts. Da muss man, wie gesagt, auf den Kapitän Maximilian Arnold verzichten, der rot gesperrt fehlt. Und Wolfsburg kommt mit Weghorst schön quergelegt. Was für eine Chance. Super Auftakt in die Partie. Weghorst zu Memedi. Tolle Parade von Gulaschi. Klasse vom Ungar. Also, dickes Ausrufezeichen hier. Freistoß in Köln, höre ich. Freistoß für die Hertha. Richtig gute Position. Darida läuft aber nur drüber. Plattenhart ans Aluminium. Darida und er geht rein. 1-0 für die Gäste. Da schaltet Darida am schnellsten nach diesem tollen Freistoß von Marvin Plattenhart. Und Köln schon wieder im Hintertreffen. Darida, der über den Ball rüberläuft, dann einfach durchgeht, nicht im Abseits steht. Dann kommt er vom Pfosten wieder. Horn ist nicht schnell genug, wieder auf den Bein. Und Darida macht das auch stark, setzt den wirklich perfekt da links rein, dass dann für Horn auch kein Rankommen mehr ist. Guter Auftakt hier in dieses Spiel für die Hertha. Guter Auftakt in die Konferenz. Der erste Treffer nach 7 Minuten. Da wollen wir dran anknüpfen. Vielleicht ja in Bremen.
ist bei diesem Duell hier nicht zwangsläufig zu erwarten. Beide Mannschaften agieren nicht so gerne mit dem Ball. Der SV Werder Bremen kommt zumindest jetzt über die linke Seite gegen den rot gekleideten Fuggerstädter. Mbom mit dem Ball am Fuß. Kevin Möwald, Maximilian Eggestein. Zu kompliziert, da ist kein Durchkommen. Der FC Augsburg in der Defensive stabilisiert. Und jetzt vielleicht Tor in Dortmund. Gegenangriff, aber wir haben einen Treffer in Dortmund und den wollen wir uns natürlich anschauen. 1-0 BVB, so schnell kann es gehen. Eine Standardsituation hält her. Eckball von Jadon Sancho von der rechten Seite. Und es ist der Mann der Stunde, Erling Haaland, nickt den ein. Der ist aus dieser Distanz da erstmal hinzubringen. Das ist wirklich ein fantastischer Kopfball. Da ist nichts zu halten. Und wenn der zweite Pfosten eben nicht besetzt ist, dann kann da Robin Sentner nichts als hinterher schauen und den Ball aus dem Netz holen. Mieser Auftakt für Mainz, die ja wirklich mittlerweile Tabellenletzter sind und die Zeit für Bo Svensson auch knapper wird. Klar, es ist noch über eine Halbserie zu spielen. Nichtsdestotrotz darf man da jetzt auch nicht schon abfallen, denn die Konkurrenz, sie punktet. Große Aufgabe jetzt für Mainz, für den BVB, der Top-Auftakt, um sich an den Tabellenersten ranzuwanzen. Knapp über eine Viertelstunde gespielt. Wir schauen mal in Sinsheim vorbei. Wo Bielefeld zunächst erstmal kommt, dann aber den Ball verliert. Und was war das von Hoffenheim gegen Schalke am Ende? Klar, es sind viele Verletzte dabei, viele erkrankte Spieler. Dann schlechte Chancenauswertung. Trotzdem darfst du dich vom FC Schalke 04 nicht 4-0 abschießen lassen. Wenngleich die Königsblauen das auch stark gemacht haben. Tor in Köln. Trotzdem 0-4, indiskutabel. Und jetzt Tor in Köln. Der Ausgleich. Elias Giri mit dem 1-1. Der frühe Rückstand wettgemacht, sodass die Hertha wieder ins Grübeln kommt. Modest leitet weiter. Skiri zu viel Platz im 16er. Und dann hat er da keine großen Probleme. Macht er stark. Sehr schöner Abschluss vorbei an Schwolo. Und die Misere bei der Hertha hält erstmal an. Wo man hier doch so gut gestartet ist, aber viel Selbstvertrauen hat das nicht gegeben. Stattdessen der erste FC Köln mit einer Trotzreaktion. Da muss es ja jetzt langsam auch mal wieder kommen. Sie haben in Dortmund gewonnen, die Geißböcke. Und jetzt dann so ein Auftritt in Freiburg. Da muss man sich wirklich fragen, wie kann sowas zustande kommen? Jetzt scheinen sie sich etwas gefangen zu haben gegen ja eben auch sehr verunsicherte Herthaner. Ja, wunderbar. Ein paar Treffer haben wir jetzt schon gesehen. Hier in Wolfsburg haben wir eine ganz große Möglichkeit gehabt, ganz am Anfang. Die haben wir auch geschaut. Momentchen mal. Adams, schwacher Pass, aber Paulo Ottavio dazwischen. Wenn der durchkommt, und der muss eigentlich durchkommen zu Paulsen, wird auch da die Sache brandgefährlich. Tor in Bremen. Und wir haben den nächsten Treffer in Bremen. 1-0 für Werder. Ludwig Augustinsson bringt Florian Kohfeldt zur Freude. Der FC Augsburg versucht das kompakt zu verteidigen, aber die Lücken bekommen sie nicht geschlossen. Augustinsson ins kurze Eck, Gikiewicz mit sehr kurzer Reaktionszeit. Und so steht es hier dann 1-0 für Werder. 28 Minuten von der Uhr. Es geht also gut weiter hier nach dem 1-1 in Leverkusen. Scheinen hier die nächsten Punkte eingesammelt werden zu. Sie sollen zumindest eingesammelt werden. So. Tor in Köln! Und in Köln werden erstmal Tore eingesammelt. Spiel gedreht, das gibt es gar nicht. Und was für ein Tor vom Ex-Herthaner Andrei Duda. Es musste Andrei Duda sein. Und es musste scheinbar auch sowas sein.
nicht unbedingt in allerhöchster Höhe, dieser Fallrückzieher. Trotzdem, das ist ein starkes Tor. Gut, vielleicht ist es sogar mehr ein Seitfallzieher. Allemal aber ein toller Treffer. Und vor allem die Führung für den ersten FC Köln. Sie drehen das Spiel gegen die Hertha, die komplett von der Rolle ist und jetzt richtig Probleme bekommt. Also das müssen sie noch irgendwie umbiegen. Hier in Dortmund scheint Mainz nicht so viel entgegensetzen zu können. Da scheint es einfach nicht zu reichen. Aber gut, der BVB ist eben auch aktuell scheinbar dann doch wieder in guter Verfassung. Das ist wirklich sehr schwankend und teilweise nicht nachzuvollziehen, wie diese Leistungswankungen und Schwankungen da erklärbar gemacht werden sollen. Aber sie führen 1-0 gegen Mainz. Das ist hier vollkommen im Soll, was Schwarz-Gelb macht. Am besten noch einen drauflegen vor der Pause. Und dann ist eigentlich alles gut. Reiner kommt nicht durch. Zentner hat den Ball. Wir wechseln nochmal. Posch klärt erstmal den Ball. Bielefeld hier wirklich mutig. Und mit breiter Brust nach den letztwöchigen Ereignissen eben auch auf Tabellenplatz 15 gerutscht. Das kann viel Selbstvertrauen geben, aber Hoffenheim kontert. Hoffenheim muss vor allem im Abschluss besser werden. Bibu, Kramaric, das gibt es doch nicht. Ortega mit der Parade, aber dann wohl auch abseits gepfiffen. So ist es. Trotzdem, auch das wieder sinnbildlich. Die Tore müssen doch einfach gemacht werden aus solchen Situationen, selbst wenn er hier jetzt nicht gezählt hätte. Nochmal nach Wolfsburg. Wo es wie in Sinsheim noch 0-0 steht, der VfL Wolfsburg kommt jetzt nochmal nach vorne vielleicht. Auf jeden Fall wäre Platz da gewesen. RB Leipzig macht jetzt zu. Und der Schiedsrichter macht auch zu, es steht 0-0, gute Anfangsphase, dann verflachte die Partie ein wenig. Tor in Dortmund! Und wir haben nochmal einen Treffer in Dortmund. Und wir haben nochmal Erling Haaland als Torschützen. 2-0 BVB. Der erste FSV Mainz 05 lässt sich auskontern. Dass das die Position des Erling Haaland ist, das wissen wir. Aus nicht optimalem Winkel mit links raufgefeuert. Und wenn nicht wie letzte Woche Samstag Peter Gulaschi einen Riesenreflex hat, dann ist das in der Regel ein Treffer. Und so auch hier gegen Robin Zentner. Doppelpack Haaland mit dem Kopf in der 12. Minute, mit links in der 45. Minute und Halbzeit. Das wird brutal schwer für die Gäste, wenn es überhaupt noch möglich ist, das hier umzubiegen. Ist es logischerweise schon, aber da fehlt einem nach dieser ersten Halbzeit auch ein bisschen die Fantasie. Also wir schauen kurz auf alle Ergebnisse der ersten Halbzeit und schauen dann die zweiten 45 Minuten gemeinsam weiter an. Die Halbzeitergebnisse: Dortmund gegen Mainz 2-0, Hoffenheim-Bielefeld 0-0, Wolfsburg-Leipzig ebenfalls 0-0, Köln führt 2-1 gegen die Hertha und Bremen führt 1-0 gegen Augsburg. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß jetzt weiterhin mit der Konferenz, mit der zweiten Halbzeit. Jo, viel Spaß. Zurück in der Konferenz, zurück in Wolfsburg, wo wir immer noch auf den ersten Treffer der Partie warten. Zwei Duelle eben noch ohne Tor gesegnet. Das ist hier in Wolfsburg, das ist in Sinsheim. Aber dafür haben wir eben auch noch die zweiten 45 Minuten. Der VfL Wolfsburg, er macht hier durchaus eine gute Partie. RB Leipzig muss sich ein wenig noch davon erholen, dass man zuletzt 1-3 gegen Dortmund verloren hatte. Damit hatte man auch die Tabellenführung, die mögliche, nicht hergeschenkt, aber eben nicht umsetzen können, nicht erreichen können. Dementsprechend RB Leipzig hier fast etwas noch mehr gefordert. Wolfsburg gibt sich gerne ja mit Unentschieden zufrieden.
Damit würde sich Augsburg heute sicherlich mehr zufrieden geben als der SV Werder Bremen. Doch das ist auch glücklos bislang von Rot-Grün-Weiß gegen diszipliniert auftretende Gastgeber. Pavlenka sieht dann Friedel. Ist ein relativ halbherziges Anlaufen beim FC Augsburg. Da kann sich dann der SV Werder Bremen relativ einfach befreien. Und dann geht es auch schnell wieder in die Gegenrichtung. Füllkrug mittlerweile reingekommen. Romano Schmidt mit dabei, legt den Ball raus zu Augustinsson, dem Torschützen. Das dauert hier aber zu lange. Wir schauen in Sinsheim vorbei. Hoffenheim kommt über die linke Seite, knappe Stunde gleich gespielt, Brün Larsen, aber auch das dauert zu lange. Summer Seku, Ball rausgelegt. Tor in Dortmund. Und wir haben den nächsten Treffer in Dortmund. Feierabend, könnte man wohl sagen. Erling Haaland mit dem Dreierpack. Super quergelegt von Julian Brandt. Und locker vollendet. Damit zeigt er wirklich alle Qualitäten, die ein Stürmer haben muss. Links, rechts und Kopf. 60. Minute, 3-0. Und jetzt muss Mainz aufpassen, dass das nicht in einem Debakel endet. Man hat schon mit minus 19 vor diesem Spieltag die zweitschlechteste Defensive, beziehungsweise zumindest die zweitschlechteste Tordifferenz aufzuweisen gehabt. Und momentan sieht es nicht viel besser aus. Jetzt eben nochmal 3 Gegentore dazu. Und es ist ja noch etwas mehr als 25 Minuten zu spielen. Mainz muss wirklich aufpassen, aber vielleicht ja jetzt mit der schnellen Antwort. Quaison, Danny Latzer, Delaney erstmal dazwischen. Salai, Kopfball, Birki hält. Wir wechseln. Sind hier in Köln das erste Mal im zweiten Durchgang. Aber man hat auch nicht so viel verpasst. Modest kommt nicht durch. Köln die bessere Mannschaft. Hertha läuft hier verwirrt rum. Und das ist keine Tor in Dortmund. Spielidee erkennbar. Nächstes Tor in Dortmund. Aber nicht das 4-0, sondern das 3-1. Adam Scholloy eben schon kurz mit einem Kopfball auffällig geworden. Jetzt mit einer Direktabnahme. Da kommt Roman Bürki raus. Gelupft in den 16-Meter-Raum von Quaison und 3-1. War jetzt nicht so schwer, schien zumindest nicht ganz brutal toll rausgespielt worden zu sein. Und etwas mehr als 20 Minuten haben sie ja noch. So auch hier in Wolfsburg, wo beide Mannschaften noch den Ausgang dieser Partie komplett in den eigenen Händen haben. Mbabu. Missglückte Flanke, aber auch gut abgewehrt von Tyler Adams, der den Eckball für Wolfsburg verursacht. Hier haben wir eine Chance von Yusuf Paulsen, aber die ist auch schon eine ganze Weile her. Und jetzt schauen wir auf diesen Eckstoß. Manchmal muss eben eine Standardsituation herhalten. Hier aber nicht. Mukiele klärt Dani Olmo. Leitet den Konter an, aber so richtig viel Unterstützung erhält er da auch nicht. Ja, es geht erstmal hinten rum. Wir schauen nochmal in Bremen vorbei. Kommt Augsburg nochmal. Momentan spielt sich viel in der Hälfte von Augsburg ab und damit eben wenig Gefahr vor das Tor gebracht von Pavlenka. Vielleicht jetzt mit Pedersen. Doch der SV Werder Bremen, wenn er eins ganz gut macht in dieser Saison, dann ist es das Verteidigen. Das kann man auf jeden Fall mal so unterstreichen. Trotzdem, hier nicht chancenlos, der FC Augsburg. Niederlechner. Wenn der durchkommt, könnte es gefährlich werden, aber immer Toprak, Torschütze vom letzten Wochenende, schmeißt sich hier rein. Etwas mehr als 10 Minuten Zeit noch und wir gucken nochmal in Sinsheim vorbei. Wo Hoffenheim mittlerweile besser wird. Bebu, Dabur und Ortega! Was macht Ortega da? 1-0 Hoffenheim. Was für ein Tor. Dabur lupft den irgendwie rein. Ortega ist doch da.
und Belfodil hält den Fuß hin. Ob das ein Schuss oder eine Annahme sein soll, ist egal. 1:0 für Hoffenheim. So gut Sinsheim jetzt gerade auch wurde, aber das kam dann doch etwas aus dem Nichts. Vor allem diese Entstehung, 80. Minute, es steht 1:0 für Hoffenheim. Vielleicht muss es so ein Tor sein, so ein Sieg am Ende gegen Bielefeld. 1:0 hier, nochmal nach Köln. Die Hertha hat sich jetzt nochmal etwas zusammengerissen, will zumindest das 2:2. Aber es passt auch nicht so viel. Es passt wirklich quasi nicht zusammen. Die frühe Führung, das muss doch eigentlich eine breite Brust geben. Aber das ist hier überhaupt nicht zu erkennen. Darida nochmal. Ball zu Mittelstädt. Gendouzi. Abseits. Mittelstädt. Zu früh gestartet. Obwohl Borno das da nicht mal richtig gut macht. Ziemlich tief steht. Fällt Mittelstädt drauf rein. Tor in Bremen! Tor in Bremen. Ausgleich für Augsburg. Maximilian Eggestein entscheidet die Partie im Weserstadion zugunsten des SVW. Und was für ein Hammer unter die Latte vom Mittelfeldmann. Pavlenka hält es nicht mehr auf den Beinen. Und da rennen alle aufs Feld. Irgendwie kommt er da so halb durch. Der Ball fällt ihm nochmal vor den linken Schlappen von Udoka abgewehrt. Und dann volles Risiko. Das wird belohnt. Was für ein Ding. 2:0 für den SV Werder Bremen. Das sind die sicheren 3 Punkte. Wir schauen nochmal nach Wolfsburg. Gulaschi gerade musste sich auf den Ball schmeißen. Keine richtig große Möglichkeit, aber Wolfsburg will es scheinbar nochmal wissen. Yannick Gerhardt. Orgia Vogi. Fehlpass. Angelino kann ihn abfangen. So richtig schnell geht's aber nicht. Aidara. Alexander Sörloth. Hat zumindest sein erstes Bundesligator erzielen können gegen Dortmund beim 1:3. Dani Olmo bekommt da viel Platz. Und Sörloth auch. Und Dani Olmo! Dani Olmo! Erste Minute der Nachspielzeit. RB Leipzig mit dem Lucky Punch. Und der VfL Wolfsburg steht mit leeren Händen da. Das 0:0 in allerletzter Sekunde abgewehrt. Weil Olmo und Sörloth sich da die Pässe hin und her spielen können, wie sie wollen. Der VfL Wolfsburg im eigenen Stadion bezwungen. Unglaublich, und da sacken sie alle zusammen beim VfL. 90. Minute, ein Tor entscheidet dieses Duell. Auf der anderen Seite eben ganz knapp vorher hatte Wolfsburg nochmal eine Chance, aber sie wurde vergeben. 0:1. Hier das Endresultat. Tor in Dortmund. Und wir haben nochmal ein Tor in Dortmund. Wer der Torschütze ist, muss gar nicht mehr namentlich erwähnt werden. Es ist das 4:1. Es ist ein Viererpack. Diesmal ist es wieder der linke Fuß. Und ich sag's nochmal, Erling Haaland trifft. Mit rechts angenommen, mit links abgeschlossen. Standesgemäßes Ergebnis auch in dieser Höhe. Vollkommen verdient das 3:1. Zwischendurch von Scholler war wirklich nicht mehr als etwas Ergebniskosmetik. Der BVB hatte sich danach dann wieder gefangen, wieder konzentriert. Und 4:1. Dann auch ein tolles Ergebnis für Schwarz-Gelb. Und Haaland bekommt logischerweise den Ball. Spiele sind aus. Wir schauen nochmal in Sinsheim vorbei. Wo Bielefeld am Boden zerstört ist und Hoffenheim mal wieder durchatmen kann. Das war ein hartes Stück Arbeit für die TSG. 1:0 durch Belfodil in der 80. Minute.
Und somit ist es hier vorbei. Wir schauen auf die Tore nochmal im Schnelldurchlauf und danach noch die Zusammenfassung der Samstagabendpartie. Bleiben Sie am Ball. Eins zu 0 für Werder. Ludwig Augustinsson bringt Florian Kohfeldt zur Freude. Der FC Augsburg versucht das kompakt zu verteidigen, aber die Lücken bekommen sie nicht geschlossen. Augustinsson ins kurze Eck, Gikiewicz mit sehr kurzer Reaktionszeit. Und so steht es hier dann 1 zu 0 für Werder. Maximilian Eggestein entscheidet die Partie im Weserstadion zugunsten des SVW. Und was für ein Hammer unter die Latte vom Mittelfeldmann. Pavlenka hält es nicht mehr auf den Beinen. Und da rennen alle aufs Feld. Irgendwie kommt er da so halb durch. Der Ball fällt ihm nochmal vor den linken Schlappen von Udoka abgewehrt. Und dann volles Risiko. Das wird belohnt. Was für ein Ding. 2-0 für den SV Werder Bremen. Das sind die sicheren 3 Punkte. Freistoß für die Hertha. Richtig gute Position. Darida läuft aber nur drüber. Platten hat ans Aluminium. Darida und er geht rein. 1-0 für die Gäste. Da schaltet Darida am schnellsten nach diesem tollen Freistoß von Marvin Plattenhardt. Und Köln schon wieder im Hintertreffen. Darida, der über den Ball rüberläuft, dann einfach durchgeht, nicht im Abseits steht. Dann kommt er vom Pfosten wieder. Horn ist nicht schnell genug wieder auf den Beinen. Und Darida macht das auch stark, setzt den wirklich perfekt da links rein, dass dann für Horn auch kein Rankommen mehr ist. Guter Auftakt hier. Der Ausgleich. Elias Giri mit dem 1:1. Der frühe Rückstand wettgemacht. Sodass die Hertha wieder ins Grübeln kommt. Modest leitet weiter. Skiri zu viel Platz im 16er. Und dann hat er da keine großen Probleme. Macht er stark. Sehr schöner Abschluss vorbei an Schwolo. Und die Misere bei der Hertha. Spiel gedreht, das gibt es gar nicht. Und was für ein Tor vom Ex-Herthaner Ondrej Duda. Es musste Ondrej Duda sein. Und es musste scheinbar auch sowas sein. Nicht unbedingt in allerhöchster Höhe dieser Fallrückzieher. Trotzdem, das ist ein starkes Tor. Gut, vielleicht ist es sogar mehr ein Seitfallzieher. Allemal aber ein toller Treffer. Und vor allem die Führung für den ersten FC Köln. Sie drehen das Spiel gegen die Hertha, die komplett von der Rolle ist. 1-0 BVB, so schnell kann es gehen, eine Standardsituation hält her. Eckball von Jadon Sancho von der rechten Seite und es ist der Mann der Stunde, Erling Haaland. Nickt den ein, der ist aus dieser Distanz da erstmal hinzubringen, das ist wirklich ein fantastischer Kopfball. Da ist nichts zu halten und wenn der zweite Pfosten eben nicht besetzt ist, dann kann da Robin Zentner nichts als hinterher schauen und den Ball aus dem Netz holen. Und wir haben nochmal Erling Haaland als Torschützen. 2-0 BVB. Der erste FSV Mainz 05 lässt sich auskontern. Dass das die Position des Erling Haaland ist, das wissen wir. Aus nicht optimalem Winkel mit links raufgefeuert. Feierabend, könnte man wohl sagen. Erling Haaland mit dem Dreierpack. Super quergelegt von Julian Brandt. Und locker vollendet. Damit zeigt er wirklich alle Qualitäten, die ein Stürmer haben muss. Links, rechts und Kopf. Aber nicht das 4:0, sondern das 3:1. Adam Scholloy eben schon kurz mit einem Kopfball auf
auffällig geworden jetzt mit einer Direktabnahme. Da kommt Roman Bürki raus. Gelupft in den 16-Meter-Raum von Quaison. Und 3-1. War jetzt nicht so schwer. Schien zumindest nicht ganz brutal toll rausgespielt worden zu sein. Wer der Torschütze ist, muss gar nicht mehr namentlich erwähnt werden. Es ist das 4-1. Es ist ein Viererpack. Diesmal ist es wieder der linke Fuß. Und ich sag's nochmal, Erling Haaland trifft mit rechts angenommen, mit links abgeschlossen. Dani Olmo bekommt da viel Platz und Sørloth auch. Und Dani Olmo! Dani Olmo! Erste Minute der Nachspielzeit. RB Leipzig mit dem Lucky Punch. Und der VfL Wolfsburg steht mit leeren Händen da. Das 0-0 in allerletzter Sekunde abgewehrt. Weil Olmo und Sørloth sich da die Pässe hin und her spielen können, wie sie wollen. Der VfL Wolfsburg im eigenen Stadion bezwungen. Wo Hoffenheim mittlerweile besser wird. Bebu, Dabur und Ortega. Was macht Ortega da? 1-0 Hoffenheim. Was für ein Tor. Dabur lupft den irgendwie rein. Ortega ist doch da. Und Belfodil hält den Fuß hin. Ob das ein Schuss oder eine Annahme sein soll, ist egal. 1-0 für Hoffenheim. So. Dieses Topspiel hat den Namen auf jeden Fall verdient am Samstagabend. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Und das hat nicht mal unbedingt was mit der Tabellenplatzierung zu tun, sondern spielerisch können beide Mannschaften in dieser Saison überzeugen. Und Gladbach mittlerweile dann auch mit den richtigen Ergebnissen dabei. Und nach 11 Minuten die erste riesige Chance. Lars Stindl ans Aluminium. Starker Auftakt der Fohlenelf, die zuletzt ja die Bayern schlagen konnten, gegen die Schwabenelf, die 4-1 über den FC Augsburg einherfiel. Auch hier wieder ein gutes Spiel der VfB Stuttgart. Spielerisch konnte er sowieso überzeugen. Toller Ball von Silas in die Spitze. Gonzalez, der einen Schritt zu spät kommt. Und Sommer kommt gut raus und kann hier Gröberes verhindern. Gute, unterhaltsame erste Halbzeit. Noch 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Kramer nochmal, der den Ball hier antreibt. Bisschen zu viel Ruhe da am Ball bekommt. Gut den Ball auch behauptet. Stindl zu Kramer. Nochmal Aluminium. Wieder muss der linke Pfosten herhalten. Gregor Kobel blieb weitestgehend mit Torschüssen verschont. Wenn, dann konnte der Pfosten retten. Aber Kobel spielt ja auch eine überragende Saison, wirkte in dieser ersten Halbzeit fast etwas unterfordert. Trotzdem war es ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Der zweite Durchgang ebenfalls unterhaltsam geführt. Waldemar Anton hier ein bisschen alleine gelassen. Wo ist die Passstation? Eigentlich Gregor Kobel da, aber Zakaria setzt nach. Breel Embolo liegt Mitte, quer, Kramer, gelupft zu Hofmann. Und das ist bei Gladbach momentan der beste Spieler unter vielen sehr guten. Jonas Hofmann mit dem 1-0. Gut, vielleicht mit Stindl in einem Atemzug zu nennen, was die besten Spieler angeht. Aber Hofmann wirklich mittlerweile in richtig guter Form. Aber der VfB kam nochmal in der Schlussphase. Silas bringt den Ball rein, lupft ihn. Aber irgendwie, irgendwas hat der Schiedsrichter dann gesehen. Ein Handspiel von Christoph Kramer und es ist eine verdammt kurze Distanz. Wir schauen uns das nochmal an und abgefälscht von Benze Baini, der da Kramer anschießt. Also maximal unglücklich, aber vielleicht keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Wer hat da noch den Überblick? Silas behält ihn beim Elfmeter mit einem Lupfer, der riskanter kaum geschossen werden kann. 83. Minute, das 1-1 bringt hier den VfB zurück ins Spiel für eine offene Schlussphase, in der es tatsächlich auch in beide Richtungen
gehen konnte. Stuttgart hatte auch nochmal eine Chance. Jetzt Borussia Mönchengladbach mit dem letzten Angriff. Über Embolo noch einmal. Lars Stindl sieht Dennis Zakaria mit der Hacke zu. Lars Stindl, das gibt es nicht. Vierte Minute der Nachspielzeit. Borussia Mönchengladbach siegt beim VfB in allerletzter Sekunde. Die Nachspielzeit war abgelaufen, aber der Angriff wurde gegeben und im Hintergrund sieht man es. Der VfB am Boden. Was für ein Finish in diesem Duell, das eigentlich kein Verlierer verdient gehabt hätte und der VfB Stuttgart auch nochmal unterstreichen konnte, was er für eine tolle Saison spielt. Aber Borussia Mönchengladbach war am Ende eben diesen Ticken besser, vielleicht diesen Ticken reifer und so holen sie sich die drei Punkte hier aus Stuttgart. Gerne ab. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Morgen kommen dann noch die Sonntagsspiele. Ansonsten das Spiel Union gegen Leverkusen in der Infokarte. Nicht in der Infokarte, hier und jetzt. Haut rein!